Hallo und willkommen zurück zu Remnant mit dem Chaos Prinz. Ja. Und wer bin ich? Hä? Wer bin ich? Wer bin ich? Keine Ahnung, du siehst komisch aus. Wer bin ich? So, mal gucken, ob wir heute unserem Lieblingsboss also wir haben Stirn bieten können. Wir haben auf jeden Fall zu spät. Oh, Daniel. Ich hab gedacht, du gehst mit rein gleich. Nee, ich wollte doch nicht sagen, dass ich mit rein. Ich bin schon wieder hier. Schrecklich. Rosa, Rosa. Nein. Jetzt sehe ich das hier nicht. Wo ist das? Warum bin ich jetzt verseucht? Komm, ist gut. Bist du tot? Heil dich. Ja, ich muss... Warte. Oh, ich bin tot. Du sagst für mich, ich soll mich heilen und du stirbst. Ja, der hat auf mich geschossen mit seinen Pfeilen. Wo liegst du nur da unten? Dann habe ich auch nur eine Heilung, ne? Also ich muss dazu sagen, wir haben offline noch gelevelt. Ich komme nicht dazu rein. Dass wir wenigstens eine Chance haben. Ja. Jetzt habe ich die Level. Ach, jetzt habe ich die Waffe aufgelevelt und kriege keinen einzigen kritischen Schuss hin, oder was? Oh. Also Wiederbelebung verballerst du auch so ein Ding, oder was? Ja. Das ist ja blöd. Jetzt habe ich Blutung und komme mich noch nicht mal richtig heilen. Gut, ich bin down. Ja, genau. Ja. Geht ja gut los. Also das hatte ich wirklich das letzte Mal wirklich bei Dark Souls, ja. So ein Schlamassel. So, beide jetzt zugleich rein. Ja. Und dann am besten gleich mit dem Wer of the Head. Okay. Ja, los rein. Achtung! Bin jetzt hier nicht scheiße. Ja. Oh, ab. Gut, ich habe schon ein bisschen Schaden gemacht. Weg da. Ich auch nicht. Nein! Oh nee! Jetzt komme ich doch aus dem Eck nicht weg, ey. Kommst aus dem Eck nicht weg? Meinst du, kriegst mich noch geheilt? Weil wir haben schon ordentlich dem was abgezogen. Ich kann versuchen. Hinter dir kommt noch einer, ne? Mensch, hör auf mich bitten. Sauber, jetzt weg hier. Halt ich mir den Rücken frei.
Erleuchtung. Viel fehlt nicht mehr. Der ist ja unten bei mir. Da okay. Immer in der Heck. Jawohl. Haben wir ihn. Ich bin total verseucht, aber egal, wir haben Schattenholz. Ja, wir lassen später gucken. Wir müssen mal weg hier. Verlassen. Wir müssen hoch, ne? Nee. Da oben war noch der Ausgang. Ich blute immer noch. Shit, ich hab Blutung. Ich hab meine Tage. Ich bin nur am Verrecken hier. Als Raucherhusten. Jo, ich bin durch. Hier ist noch eine Kiste. Sollen wir mal kicken, was wir jetzt gekriegt haben, oder was? Ja, wir müssen nur gucken, dass wir nicht verbluten, ne? Ich blute nicht. Ja, ich aber. Schattenholz. Was ist das? Ist das arabisches Material? Ja. Wertvolle Ressource, die vom Phantom fallen gelassen wird, und zur Herstellung eines mächtigen Waffenmods verwendet werden kann. Oh. Also ich muss noch dazu sagen, wo ich offline gelevelt habe ich eine neue Waffe gekriegt, eine Jagdpistole. Aha. Und ein Amulett des Revolverhelden, glaube ich. So, was hat man jetzt gekriegt? Jetzt erklär mal auch, warum wir das nicht zusammen haben. Wieso hast du einen anderen Raum gefunden, anstatt ich? Ich dachte, die Welt ist immer gleich. Ja, anscheinend nicht. Ja, lass mal hier so ein Feuerchen suchen. Hier kannst du verlassen. Ja, hier sind wir fertig. Hier gibt's nichts mehr, ne? Raus. Endlich, wir haben es geschafft. Juhu. Also gibt es immer, wenn du neu anfängst, quasi, das ist keine festgelegte Welt hier, oder was? Ach ja, sieht so aus. Na super. Ich hatte zwar auch zwei Eingänge in der Stadt, wo es runterging, aber komplett anders aufgebaut. Ich hatte zum Beispiel bei einer Kanalisation unten, war beim Checkpoint bei mir ein Typ, der hat mir einen Schlüssel gegeben, bevor er gestorben ist. Ein Raum zur Jägerin oder irgendwas hieß das. Ja, das habe ich dann, da bin ich dann allein durchgegangen halt, habe alle abgeballert und bin dann da die Tür reingegangen mit dem Schlüssel und da lag dann die Waffe drin. Aha, aha. Also es ist immer random, wenn du neu anfängst. Oh, wir sind wieder in der Stadt, okay. Ja, aber die Karte ist. Wir sind jetzt auf einem anderen Teil der Karte. Mhm. Aber wie lange ist man denn hier verseucht? Muss ja hier irgendwo der U-Bahn-Eingang sein. Ja, ich hab ab und zu ein paar Lecks hier. Du ja. Auch? Mhm. Checkpoint ausruhen. Hier ist ein Checkpoint. Der baut sich gerade auf. Erstmal heilen hier. Waffenmod. Du besitzt ausreichend Ressourcen, um eine Waffenmod herzustellen. Wir haben doch schon eine Waffenmod. Willst du jetzt wegen dem einen jetzt zurück? Nee. Oder? Nee. Guck mal jetzt hier weiter. Was ist das für ein Baum? Ein Lebensbaum. Kann man nichts machen. So, gibt wieder zwei Wege, ne? Auf die Karte geguckt. Da geht's wieder zurück. Ach, hier sind wir! Guck mal hier! Ich warte mal. Komm mal grad wieder zurück. Schon weitergelaufen. Weißt du, wo wir sind? Gerade nicht. Hier ist das Tor, wo wir nicht reinkamen. Das habe ich dir gesagt, das ist von der anderen Seite. Ist das, das können wir schon mal aufmachen. Da können wir wenigstens immer wieder hierher. Das so. Areal zum Trainieren. Oh. Mit dem Boulder. Heilige Scheiße.
Also bei mir muss der Whisky erst noch wirken. Genauigkeit ist nicht berauschend. Hm. Bin ich nie. Hier stampft irgendwo was. Warte mal, ich komme auch. Mach mal einen Trigger hier, mach mal. Drüber. Ja. Da drüben! Oh, ist er ja! Hau ab! Ah, oh, das ist der da wieder. Autsch. Ich bin mal gespannt, was wir mit dem Lumen-Kristall machen können. Da haben wir auch schon einige aufgesammelt. Ich glaube, das genau. Ist nur von den Dicken. Oh, hier ist eine Kiste. Sag mal ein. Eisen. Wir haben es geschafft! Yeah. Geht's nicht weiter? Ich war gerade oben. Da war nichts mehr. Ich glaube, hier ist nichts mehr. Hier geht's wieder runter, oder? Da müssen wir hier runter. Warte mal, hier war was. Basketballplatz. Eisen. Oh. Hier geht's schon weiter. Und hier geht's nochmal runter. Ja, lass mal runtergehen. Warte mal kurz. Hm? Ah, wir hätten auch anders lang gehen sollen. Na, sollen wir mal zurück? Guck mal auf der Karte, links, da ist noch ein Raum, der ist grau. Also der ist nämlich, den haben wir noch nicht begangen. Egal, können wir später hin. Ja. Das ist eh unser Ding, wo wir hier wieder leveln tun wahrscheinlich. Mhm. Ah, hier ist der Bahnhof. U-Bahn-Station. Mhm. Gucken, lass mal noch kurz, bevor wir da runtergehen, nochmal hier draußen gucken, ob es noch ein paar Eingänge gibt. Nee, das ist, würdest du auf der Karte ja sehen. Ach so, meinst du? Ja. Da stand doch mal, man soll alles aufdecken, überall sind Sachen versteckt. Ja, ich hab hier noch was gefunden. Munitionskiste. Ah, ah, das siehst du. Guckt man hier hoch? Nein. Ist da was auf dem Schreibtisch? Ist noch was. Ah. Blutwürze. Gut. Jo. Nächstes Gebiet. Kurva. Die Saatmutter finden. Oha. Das klingt mir nach Boss. Mhm. Drachen. Mhm. Checkpoint Charlie.
Santo. Ja, erstmal ein bisschen chillen, ne? So. Mal sehen, wer uns jetzt tötet. Ich höre da doch etwas. Was geht hier ab? Oh! Kann es sein, dass sie ein bisschen stärker sind? Nö. Hab ich jetzt nicht das Gefühl. Okay. Ich ziehe immer auf den Oberkörper und dann schnelles Halten und dann bist du automatisch mehr am Kopf drin. Da hinten sehe ich was Lilanes. Aufsammeln. Hä, geh doch mal da hoch. Geht's auch weiter? Oh, so viele Wege. Nee. Hast du aufgesammelt? Was? Ich denke, hier liegt was Lilanes. Ja, da. Genau. Band des Wissens. Das gab doch wieder einen Punkt, ne? Ja. Jo. Schön, schön. So, hier geht's weiter, ne? Genau. Ja. Wo denn? Oh. Nachladen! Autsch. Oh, hallo, das kennen wir doch noch. Altmetall 70. Nee, 84 habe ich jetzt gesammelt. Warte mal, da geht's weiter. Hier geht's. Hä? Nee. Geht's hier noch lang? Nee. Ja, ne? Also müssen wir hier weiter. So, haben wir zwei Wege. Brennen! Eigentlich setzt er mal die Brandmunition ein, ey. Ja, meine Viecher haben noch nie gebrannt, obwohl ich den die Mob drin habe. Ja, das war jetzt auch das erste Mal. Wie selten ist denn das? Keine Ahnung. Gehen können. Mhm. Gehst du da runter und oben? Oh, der brennt auch. Ja, aber ich hab die Brandmission nicht in der Pistole drin. Das war nicht mein Schuss. Ja, du hast jetzt gerade nur auf den geschossen. Ey. Oh, ich bin gleich tot. Oh, keine Muni mehr. Dann jetzt los hier. Warte mal kurz. Die Waffe, meine Handfallwaffe hat diese Mob nicht drin, nur mein Jagdgewehr. Okay. Und warum sollte ausgerechnet jetzt passieren? Hat die ganze Zeit nicht funktioniert mit dem Brand. Hä? Ey. Hey. Da stampft wieder einer. Oh, hier. Nee.
In the head. Bin ich denn hier? Ah, bist du auch hier? Gibt's hier irgendwo was? Diese Kiste, warum gehst du denn dann vorbei? Wo? Ach da! Gut, weiter geht's. Müssen wir runter jetzt, ne? Wo wärst du hier runter? Na, weiß ich nicht. Ja. Ich denke mal, auf der anderen Seite geht's weiter. Nee, hier geht's wieder hoch. Checkpoint. Wollen wir erstmal checkpointen? Ja, logisch. Da ist nämlich was Lilanes, habe ich gesehen. Wollen wir die Stadt? Wollen wir, ja? Naja, ich habe das Gefühl, dass er halt eine neue Ausrüstung hat, weil wir jetzt ein neues Areal. Weißt du, der erste Endboss ist tot. Kann sein, dass es neue Sachen gibt. Ja, dann lass mal rüber. Weil mittlerweile merke ich, meine Pistole bringt hier nicht mehr so viel. Ja, aber die Jagdpistole, die ich gefunden habe, die ist zwar gut, die macht über 100 Schaden, aber du hast immer nur einen Schuss im Lauf. Du musst bei jedem Schuss nachladen. Okay. Das ist ein bisschen blöd. Ein uraltes Ding. Ein uraltes Ding, oder was? Ja, denke ich mal, ne? So, ich gehe mal zu der Unfreundliche. Gucken, ob sie eine neue Mods hat. Ja? Ja? Verschwende nur nicht meine Zeit. Ja, die hat was Neues. Schüttelpflanze. Feuert ein Projektil ab, das beim Aufprall eine Schüttelpflanze mit 200 Gesundheit beschwört. Sie zieht die Aufmerksamkeit der Gegner innerhalb von 10 Meter auf sich und besteht 10 Sekunden lang gegen mächtige Gegner wirkungslos. Na super. Dafür brauchst du jetzt Lumenit-Kristall. Okay. Für das. Und Schattenholz. Also nichts Besonderes. Ich überlege, ob ich mir wirklich die Schrotflinte hole, ne? Hat er noch nichts Neues? Nee. So, die Jagdpistole, die hat Schaden 136,5. Alter. Aber halt Magazin 1. Ja, ich komme die Pumpgun. Die hat mehr Schaden als unser Gewehr. Das bringt wohl nichts. Und genug Kohle habe ich auch. Oder Altmetall. Ich habe keine Lust zu reden. Ey, die ist aber auch unfreundlich. Ja, wir sind gar nicht mal bei ihr. Echt? Will die da?
So, aufwerten. Oh ja, das lohnt sich, Daniel. Ja? Ja, das lohnt sich. Ich bin jetzt auf 195 Schaden. Oh. Und das Jagdgewehr hat noch 82. Ja. Passt da draußen gut auf dich auf. Ja, vielleicht ist es sehr gut hilfreich gegen den nächsten Boss. Ah, mal sehen, was ich habe. Ah, wir kriegen jetzt die Mod da rein. Muss ich die jetzt ausbauen? Musst du mal gucken. Scheiße, wir kriegen die Mod da rein. Oder muss ich die jemand neu kaufen? Naja, die ist ja weg. Dann gehe ich nochmal zu der anderen Tussi. Zieh weiter. Hast du die Doppelläufige geholt? Nee. Nein, ne? Was jetzt? Na gut, dann wollen wir mal sehen. Nee, ich kann nur noch die Schüttelpflanze kaufen, also die andere Mod habe ich schon gekauft. Kann man die nicht irgendwie ausbauen? Kann sein, dass die Mod jetzt weg ist. Mach's gut. Warte mal. Ich habe keine Lust zu reden. Ah, Modifikation ablegen. Alles klar. Ja, ja. Sehe ich auch gerade. So, Schrotflinte ausrüsten und die Mod dran. Zack. 182 Schaden. Richtig, das ist schon was. Haben halt aber nicht mehr die Reichweite, ne? Richtig. Und davon mal ja. Die nicht viel Schaden macht. Break oder was? Bitte? Machen wir jetzt einen Break? Machen wir einen Break, genau. Gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Richtig. Mal gucken, welcher Boss uns dann wieder in Stücke reißt. Die Saatmutter. Ja, die Mutter. Die war auf Milfjagd, ja? Genau. Entschuldigung, YouTube. Gut, dann so. Also bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.